Ja, und herzlich willkommen bei Elefantos Katus. Eigentlich hatte ich heute gar nicht vor, ein Video zu drehen, aber dann habe ich im Briefkasten geguckt und mich hat diese zuckersüße Ü-Post erreicht. Und jetzt packen wir die gemeinsam aus. Viel Spaß beim Zuschauen! Ja, diese Post ist von Claudia, die bei meiner Verlosung einen Blog gewonnen hat und die wollte sich auch unbedingt bei mir bedanken. Also hat sie mir dieses kleine Paket geschickt. Ich finde die Verpackung schon alleine zuckersüß und natürlich passt das doch perfekt zu mir. Katze mit Katze und noch ein paar Tatzenabdrücke. So, hier geht es dann so weiter. Das ist hier ein Aufkleber. Alles super sicher verpackt. Finde ich sehr cool. Und das ist drin. Also die Blume hat ein kleines bisschen gelitten. Aber ich denke, die kriegt man auf jeden Fall wieder hin. Und hier hat sie mir meinen Namen drauf geschrieben. Ich weiß nicht, ob das der richtige Zeitpunkt ist, alle Leute darauf hinzuweisen, dass mein Name mit nur einem L geschrieben wird. Aber in jedem Fall freue ich mich wirklich sehr darüber, dass ich dieses Paket erhalten habe. Also das sieht nach einem, ja, ich weiß nicht, Goodie Bag oder sowas aus. Das ist total schön hier mit dem Tag. Und da hat sie noch ein Steinchen drauf geklebt. Dann noch so ein süßes Schweinchen. Ja, diesen Aufkleber habe ich auch. Die sind wirklich super süß. Und ja, die Blume kann man natürlich auch verwenden. Also das finde ich schon mal toll. Die Post lege ich erstmal beiseite. Und dann geht das hier so auf. Ja, ihr seht, die liebe Claudia wollte auf jeden Fall mir eine Menge Sachen schicken, anscheinend. Hier finde ich schön, dass sie hier in die Blumen die Steinchen reingeklebt hat. Hier und da. Also die Steinchen sind ganz klein, aber das macht wirklich was her. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ich nehme mal hier die Blume raus, damit ich das einfach flach öffnen kann. Und dann haben wir hier auf Vintage gemacht, Hello Beautiful und auch noch foliert. Oh mein Gott, das ist ja toll. Das ist ja ein lustiges Bild. Oh, das kann ich mir total gut vorstellen auf eine Karte für seinen Gutschein oder sowas. Das ist ja super. Dann haben wir hier so einen Anhänger. Finde ich auch sehr, sehr schön. Dann so ein Schmetterling. Ich glaube, das ist aus dem Lux-Block, wenn ich mich nicht irre. Aus irgendeinem, weil das kommt mir unglaublich bekannt vor. Dann noch so ein Herz. Ich glaube, das hat sie selber mit Glitter überzogen. Finde ich auch sehr, sehr schön. Kann man auch mit anderen Sachen prima kombinieren. Ui. Also die Tasche hier ist voll. Dann haben wir hier Rock'n'Roll, ausgeschnitten auf Vellum. Und ihr seht vermutlich schon, es fängt an, sich nach oben zu rollen, weil meine Hände ein bisschen warm sind. Dann haben wir hier eine Menge Stanzteile. Sehr, sehr schön. So eine Stanze habe ich gar nicht. Also das ist wirklich toll. Vielen lieben Dank dafür. Dann haben wir eine Metallblume. So etwas habe ich hier noch nie gesehen. Das ist ja mega cool. Dann haben wir hier einen Vogel in irgendeiner Ausführung. Also ich denke, das ist ein Aufkleber auf Vintage. Ich bin leider nicht so
gut mit Vögeln auseinanderhalten. Also wer weiß, was für ein Vogel das ist, kann mir gerne das in die Kommentare schreiben. Ui, schön. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist auch aus einem Luchsblock, oder? Ja, das finde ich wirklich toll. Dann haben wir hier diesen Papier. Wo hast du denn dieses Papier her? So ein Pocket mit einem Tag drin. Auch so auf Vintage gemacht, finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, meine Lieblingsbeschäftigung, schlafen. Dann noch so ein Banner. Gibt noch ein bisschen was. Auch vielen Dank. Dieses Have a lovely day. Und dann noch so ein Doily. So eine Stanze habe ich auch nicht. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ich denke, die hat das selber ausgestanzt. Ja, jedenfalls die Farbe gefällt mir total gut und auch die Form ist super. Dann haben wir hier diesen Aufkleber, Handmade with Love. Das hat sie auch hier hinten dran verwendet. Das habe ich schon gesehen. So, und dann geht es weiter hier mit einer Klammer. Bevor ich dir nochmal übersehe hier, ich mache erstmal die Seitentaschen leer. Haben wir hier noch so einen Feder. Dann ist das so ein Pocket mit einem Tag. Das hat das auch festgehalten. Also hier kann man das dann aufmachen. Und das steht hier with love foliert. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Also die Farbe ist ja toll. Oh wow, da ist ja noch was drin. Also wirklich, ich habe ja nur einen Block an dich geschickt. Oder beziehungsweise dir nur einen Block geschenkt. Also du hast mir ja Sachen geschickt. Ja, hier haben wir so einen Kreis ausgestanzt. Hier noch so ein Tag, auch auf alt gemacht und auch foliert. Dann so eine Bordüre. Dann so ein paar Tab-Aufkleber. Habe ich auch noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Ah, cool. Diese Ring Enforcer. Wie heißen die überhaupt? Ja, jedenfalls stark gefärbt. Also ich mag ja ganz prominente Farben, von daher wirklich, wirklich toll. Dankeschön. Fotoecken. Das ist auch toll. Vielen Dank. Ich habe nämlich gar keine. Dann nächste Tasche haben wir das hier für dich. Und dann noch so ein paar Quadrate, die auch so vintage gemacht worden sind mit der braunen Farbe. Das finde ich auch sehr, sehr toll. Ist das so ein Rub-On oder? Guck mal. Das finde ich sehr, sehr toll. Das ist so mit Glitzer oder ist das ein Aufkleber? Kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Also hier haben wir noch eine. Lustig. Katze auf Skateboard. Aber mit Krone. Ja, die hat halt Prioritäten richtig. Süß. Dann haben wir hier ein Washi-Tape-Sample. Das finde ich auch sehr, sehr nett. Die beiden habe ich zwar, aber man kann ja nie genug Washi haben. Und das habe ich auch noch nie irgendwo gesehen. Das sind so ganz kleine Schmetterlinge, finde ich sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank. Dann haben wir hier Fotos von ihren zwei Katzen, die ja einfach nur zuckersüß sind, oder? Auch wenn die Ivy,
eher so aussieht, als ob sie nicht so gerne sich fotografieren lässt. Aber ja, das ist ganz was Besonderes. Also vielen lieben Dank. Ich freue mich über Katzenbilder immer. Und ja, dass es wirklich deine Katzen sind, das ist wirklich, wirklich, wirklich nett von dir, das mit mir zu teilen. Ja, die kommen auf jeden Fall gleich auf mein Magnetboard und werden da hängen und über mich wachen, während ich bastle. Und dann haben wir hier noch so ein. Oh, das ist ja lustig, das ist gefüllt. Das ist überhaupt nicht flach. Da ist irgend so eine Art Füllung drin. Das ist weich. Boah, das ist ja cool. Habe ich auch noch nie im Leben irgendwo gesehen. So. Ich glaube, das sind jetzt alle Pockets so. Jetzt können wir noch hier uns die Sachen anschauen. Oh nein, wie süß. Wie süß ist das denn bitte? Hat mir so einen Katzencharm geschickt. Oh mein Gott, wie süß ist das denn bitte? Und dann noch so ganz, ganz verschiedene, ja, Pins. Und die Sachen, die kann man ja auch immer gebrauchen. Oh toll, einfach nur toll. Und dann schauen wir uns hier das Kärtchen an, weil ich nehme mal an, man kann das irgendwie herausziehen. Ja. Ah. Ja, das ist einfach so mit einem Herzen dekoriert. Ich muss gestehen, ich habe fast schon gehofft, dass da mehr Katzenbilder drin sind. Aber, naja. Ah, da. Da haben wir noch eine weitere Katze. Auch zuckersüß. Oh, das ist ja so toll und putzig und flauschig, das sich anzusehen. Oh, danke sehr. Das ist wirklich süß und lieb von dir. So, und jetzt haben wir noch hier eins. Dream Big. Ja, versuche ich. Das hat sie ganz, ganz schön mit so ein bisschen Spitze und so einem Steinchen hier dekoriert. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ja, das ist wirklich cool. Ja, also quasi so ein kleines Album mit Geschenken drin. Habe ich jetzt alles? Ich guck mal. Das ist dann, ich sage mal, alles, weil ja, dafür, dass sie einfach bei mir beim Gewinnspiel mitgemacht hat, finde ich das einfach wahnsinnig, was ich da bekommen habe und natürlich viel besser als alles, womit man basteln kann, sind noch die Katzenbilder. Oh. Weil, ich meine, wer macht schon keine Katzenbilder? Also, ja, bei mir ist man damit genau richtig. Und ja, das ist einfach sehr, sehr toll von dir, dass du mir so schöne Sachen geschickt hast. Vielen lieben Dank. Ja, das ist meine kleine, aber wunderschöne Ü-Post. Und natürlich soll man nicht vergessen, sie hat mir auch noch eine Karte geschickt. Und auch hier gibt es ein paar Katzen. Das finde ich total schön. Und sie hatte sogar versiegelt, also das ein echtes Siegel, so mit Wachs. Mit einem Helm. Wenn ihr das sehen könnt. Finde ich ziemlich lustig. Ja, schauen wir doch mal rein.
Also, ich zeige mal kurz. Hier ist so eine Karte mit Form und die ist von allen Seiten beschrieben. Deswegen zeige ich das jetzt nicht, aber lese ganz kurz. Oh, das ist aber süß. Also, sie schreibt über ihre Katzen und ja, dass sie auch Spaß hatte mit den Blöcken. Ich habe ihr nämlich auch zwei extra noch besorgt, weil ich ja eh noch extra welche gekauft habe. Liebe Claudia, das ist nicht nur ein Bastelwerk in Anführungszeichen, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Mini-Album oder Goodie-Bag oder wie auch immer man das nennen mag. Also da brauchst du dich wirklich nicht so runterzumachen. Und insgesamt würde ich eigentlich gerne an alle sagen, an jeder Ecke im Leben gibt es Menschen, die euch runtermachen wollen und die nicht so nett sind. Und ihr braucht da wirklich nicht noch selber mitzumachen. Also ich habe vor kurzem das gelesen und fand das sehr zutreffend. Zu sich selbst gemein zu sein, ist wie DIY-Bullying und das ist es wirklich. Also ich weiß, dass wir alle auf DIY und Basteln stehen, aber lasst uns bitte nett zu uns sein und unsere Werke auch stolz präsentieren und einfach zufrieden damit sein, dass wir so ein schönes und spaßiges Hobby haben und so liebe Menschen auf dem Weg kennenlernen. Ja, vielen lieben Dank nochmal, Claudia. Das hättest du wirklich nicht machen müssen, aber ich freue mich natürlich trotzdem. Die Sachen sind wirklich wunderschön und ich liebe einfach diese Katzenbilder. Das wäre es dann auch von mir. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.